CDS, haben uns ihren Stand angeschaut. Zirk und Zahn ist ja kein Unbekannter. Was uns oder zumindest mir jetzt als erstes aufgefallen ist, ist der Slogan und ihre markanten Inserate, die sie schalten. Unter anderem mit dem Slogan Zirk und Zahn ist nicht für jedermann. Was meinen Sie damit? Ja, das heißt, dass wir uns eher für ein Segment interessieren, für Menschen, denen Qualität wichtig ist. Und wir möchten nicht an jeden Menschen erreichen. Das heißt, der eben günstig produzieren muss, weil es die Umstände verlangen, möchten wir dort nicht mitmischen, weil wir einfach hergehen und unser Produkt und unsere ganze Philosophie auf Qualität ausgelegt haben. Zudem investieren wir noch viel in Forschung und in Bildung vor allem, dass wir unsere Kundschaft gut ausbilden können, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn ein Beruf ein hohes Niveau hat, dann erzielt man auch einen korrekten Preis fürs Produkt, was man macht. Und ansonsten ist einfach die Gefahr, dass das Produkt nochmal als Massenprodukt Anklang findet und somit der Beruf eben auch degradiert und die Wertschätzung praktisch sich minimiert. Also Sie meinen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist dann für eine bestimmte Klientel der Zahntechniker, die sich leisten können, auch Premiumprodukte zu kaufen oder denen Qualität am besonderen oder die besondere Qualität erkennen. Ja, ich würde eher hergehen und sagen, das ist jetzt nicht unbedingt, dass das so viel auf das Endprodukt an Preiserhöhung ausmachen würde, wenn er bei uns einkaufen würde. Es geht mir einfach nur darum, dass man einfach im Beruf wertschätzt. Das ist wichtig. Und dass man hergeht und sagt, wir möchten schöne Produkte machen und nicht nur schnelle. Auch noch die goldenen, ich glaube im wahrsten Sinne des Wortes, goldenen Zeiten in Deutschland der Zahntechnik miterlebt? Ja, ja, absolut die goldenen Zeiten in Deutschland. Das war eine tolle Sache. Vor allem waren da Menschen wie Geller, der den Markt eben positiv beeinflusst hat. Dann hat es so einen richtigen Qualitätsboom gegeben und alle wollten schöne Zähne machen. Man hat einfach mehr Geld verlangen können. Man ging auch her und hat sich in die Keramik richtig hineingekniet. Man hat die Preise erhöht und das Klientel hat da wunderbar mitgespielt. Und die haben alle eine Freude dran gehabt, irgendwas Besonderes im Mund zu tragen. Und heute ist eben die Tendenz durch das CAD/CAM auch so ein bisschen geworden, billig, billig, billig. Und der Kunde schätzt dann das eigentlich nicht mehr, was er im Munde trägt. Mhm. Können Sie irgendwie sagen, aus Ihren Erfahrungen, was Sie beobachtet haben, wie sich der Beruf des Zahntechnikers oder auch die Anforderungen an Zahntechnikern oder auch wie sich vielleicht die Lehrlinge in Bezug auf den Beruf verändert haben, irgendwie was Ihnen da gravierend aufgefallen ist? Oder würden Sie sagen, es ist heute noch genauso wie früher, nur es sind andere Maschinen und andere Techniken? Nein, auf alle Fälle hat sich sehr viel geändert. Die Ansprüche sind gestiegen. Die technischen Ansprüche, vor allem durch die Implantologie, macht es das relativ schwierig. Man kann das natürlich CAD/CAM wesentlich besser lösen als manuell. Warum? Weil man den Verzug des Gusses und den Verzug des Wachsmodellierens nicht mehr hat, wo man durch Sägen und Verkleben das dann korrekt in den Zylinder hineingebracht hatte zum Einbetten. Steigen jetzt die Anforderungen an der Software, um dass ich das, was ich mir denke, mittels der Software realisieren kann. Wenn wir heute hergehen und machen vielleicht mal ein Beispiel, da kommt der Architekt her, der gut zeichnen kann, der kann relativ geschwind ein schönes Haus zeichnen. Wenn der aber das jetzt am Computerprogramm machen muss, wird es für ihn wahnsinnig schwierig. Warum? Weil er die ganzen Tastenkombinationen erlernen muss und er muss wissen, wo er was klicken muss, um dass er da und dort hinkommt. Und das ist wesentlich schwieriger, als wenn ich mit einem Bleistift hergehe. Selbiges gilt natürlich für Szene machen. Da muss ich auch mal wissen, was ich machen möchte. Ich muss eine Vorstellung von der fertigen Arbeit haben und erst dann kann ich die mittels CAD/CAM, wenn ich weiß, wo die ganzen Knöpfe sind, realisieren. Und da muss ich sagen, da schleudert es die meisten. Die wissen eigentlich gar nicht, was mit einem CAD/CAM alles möglich ist. Und dazu brauchst du natürlich Ausbildung. Und die Ausbildung kann man nicht dann am Wochenende machen, weil die Zahntechniker glauben immer, wenn ich mal geschwind einen Kurs von ein oder zwei Tagen besuche, dann beherrsche ich das hinterher. Lernen heißt wiederholen und ohne Wiederholen ist da nichts. Und das geht natürlich über Jahre und man muss täglich fleißig üben, um dass man da hinkommt und rationell und effizient und auch gute Resultate realisieren kann.
Aber würden Sie sagen, dass die CAD/CAM-Technik den Beruf für den Zahntechniker oder für angehende Zahntechniker eher einfacher oder eher komplizierter gemacht hat? Nein, ich würde sagen, es wird schwieriger. Warum? Weil ich mich richtig gut auskennen muss. Sie meinen, dass es nicht, es ist, so, man ist ja unterschiedlich, wenn man mit Zahntechnikern redet. Das ist ja schon bei vielen so, dass sie einfach sagen, wenn sie da digitale Abdrücke bekommen vom Zahnarzt, dass ich ja das alles mit Software machen kann. Und ich kann das ja auch über die CAD/CAM-Maschine so ausdrucken, dass im Prinzip ja kein, also bei vielen Produkten, die er machen kann, bräuchte er theoretisch gar nicht mehr Hand anlegen, oder? Ist da nicht die Gefahr, dass dann der Beruf, der ja eigentlich mit Handwerkskunst zu tun hat in Wirklichkeit oder mit Handwerk zu tun hat, dass das auf der Strecke bleibt oder sehen Sie das nicht? Nein, absolut nicht. Das heißt, ich muss das Handwerk dann halt mit der Maus machen. Das ist gar, eine Maus ist ein Instrument, so wie der Modellierspatel, und da muss ich das mit der Maus machen, und vor allem muss ich ein gutes Auge haben, muss ich eine Vorstellung von Okklusion haben, muss ich eine Vorstellung von Dimensionen haben. Ich muss ein künstlerisches Empfinden haben, um dass ich überhaupt mittels CAD/CAM schöne Sachen realisieren kann. Man könnte das vielleicht vergleichen, wenn wir hergehen und sagen, okay, der Architekt jetzt hat eine gute Software, dann könnte eigentlich, wenn einer eine Software gut bedienen kann, sich selber ein schönes Haus zeichnen. Ist überhaupt nicht möglich, weil ich muss mal wissen, was ein schönes Haus sein sollte, wie das aussehen kann, und muss natürlich eigene Ideen einbringen, um dass am Ende richtig ein schönes Haus entsteht. Und ich muss wissen, wie groß muss ein Bad sein. Das muss ich alles abschätzen können. Und da nützt das Computerprogramm gar nichts. Das ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um das, was ich mit mir im Kopf rumtrage, dann effektiv irgendwo in ein fertiges Stück übertragen kann. Und es geht immer wieder vom Kopf, das Gedachte vom Kopf ins fertige Stück hineinzubringen, und da gibt es halt unterschiedliche Wege. Früher hat man das mit einem Spatel gemacht und heute macht man das halt mit der Maus. Sehe ich also aus meiner Erfahrung und aus meinen Gesprächen da irgendwie eine Art Zwei-Klassengesellschaften, weil es gibt die einen, die das rein digital machen, denen dann auch teilweise das Verständnis für das Handwerkliche abhanden gekommen ist, und dann gibt es aber die künstlerische Denke, von der Sie reden, der vorher im Kopf haben muss, was er als Ergebnis haben will, das macht. Aber das ist ja ein völlig unterschiedlicher Zugang. Auf der einen habe ich den Handwerker, der weiß, wie es aussehen muss, das Ergebnis, und da ist das CAD/CAM und das Zirkonoxid ein Mittel zum Zweck, sozusagen, um das zu erstellen. Rationeller, schneller, genauer, stabiler. Und das andere ist aber der quasi wenig Hintergrundwissen hat oder das Hintergrund oder wenig künstlerisches Empfinden, der dann aber trotzdem auch in der Lage ist, sozusagen Kronen oder Brücken oder sonst was zu erstellen. Sehen Sie das? Ja, das ist richtig. Solange wir heute hergehen und sagen, über eine Einzelkrone reden, wenn sie im Seitenzahnbereich ist, das kann eigentlich bald mal jeder machen. Das ist irgendwie eine einfache Lösung, so wie ein Zahnarzt, wenn er studiert, relativ geschwind mal eine Füllung machen kann. Im Frontzahnbereich wird es dann schon schwieriger, wenn ich hergehe und sage, da muss ich dann individualisieren, da muss ich die Farbe anpassen, da muss ich meinen Patienten anschauen, da muss ich ein bisschen Verständnis haben für dies und für jenes und das dann irgendwie richtig platzieren können, weil die Zähne stehen ja immer nicht immer in Reihe und Glied, dass ich einfach nur den einen richtig hineinsetzen kann. Man muss auch unter ungünstigen Umständen irgendwas Gutes hinkriegen. Wir können das wiederum mit Architektur vergleichen. Wenn ich hergehe und über eine riesengroße Wiese, wo ich irgendein Haus hineinbauen kann, ist relativ geschwind ein nettes Haus gezeichnet. Wenn ich aber einen limitierten Platz habe, habe ich natürlich insofern die Schwierigkeiten, dass was baue ich in den limitierten Platz für ihr Haus hinein, dass es immer noch gut aussieht. Und dann kommt wieder der zum Tragen, der Talent hat und der das richtig gut beherrscht. Aber so eine Einzelkrone im Seitenzahnbereich, ja, das ist relativ einfach. Okay. Zwei Fragen noch zur Ausbildung noch, bevor ich zu den Schulungen komme. Und zwar, zum einen, sind Sie zufrieden mit der aktuellen Ausbildung von den Zahntechnikerschulen in Österreich? Ja, jetzt gehen wir mal her, wenn wir über Österreich reden, muss ich sagen, die haben recht eine gute Ausbildung. Ich habe selber von meinem Labor Leute dort gehabt und bin sehr zufrieden. Ich habe die Dinge gesehen, die Bücher, die sie verwenden dort, an denen sie ausgebildet werden. Das sind zwar deutsche Bücher von der Quintessenz, aber die sind einfach genial gemacht. Da gibt es ganz, ganz eine tolle Information.
über die Zahntechnik und die Randgebiete, was man wissen sollte, um ein bisschen Allgemeinbildung zu haben, was jetzt unseren Beruf anbelangt und auch die Ausbildung in der Schule, muss ich sagen, bin ich sehr begeistert. Und auch die Lehrer, die legen sich richtig ins Zeug. Wir haben auch die Lehrer einmal im Jahr hier bei uns auf Besuch, um dass wir denen über das Neueste unterrichten können. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, dass sich da die Lehrer selber auf den Weg machen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und ich muss sagen, Österreich hat da eine sehr gute Ausbildung. Ich frage auch deshalb, weil Sie eigene Kurse anbieten zur Weiterbildung oder auch Ausbildung von jungen Zahntechnikern. Und Sie selbst ja auch gesagt haben, dass Ihnen vieles nicht, also von Ihrer Ausbildung her, zwar nicht gefehlt hat bei der Ausübung der handwerklichen Tätigkeit sozusagen, die Sie ja jetzt auch beschrieben haben, sondern eben dann im Firmenbereich sozusagen, also bei dem Schritt, sich selbstständig zu machen. Hat sich das geändert oder wie ist das heute? Ja, der Schritt, sich selbstständig zu machen, braucht man mal den richtigen Charakter dafür. Und da muss man vielleicht andere Leute sehen, wie die das angehen, um das überhaupt realisieren zu können. Man braucht Mut, man braucht Schneid, wie man bei uns hier sagt, um man das machen kann. Aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Ausbildung, was das Buchhalterische anbelangt, um dass ich rechnen kann. Weil ansonsten arbeite ich Tag und Nacht, am Ende des Monats bleibt nicht viel übrig. Und vor allem, wenn ich mich selbstständig mache, ist das immer mit einem großen Risiko behaftet. Wenn es schief geht und ich muss dann wieder als Angestellter gehen, da zahle ich ein Leben lang zurück, um dass ich die Schulden, die ich aufgebaut habe, wieder loswerde. Da muss man schon sehr vorsichtig sein und muss sich unbedingt vorher richtig informieren und richtig bilden, was eben auch zu einer Laborführung dazugehört. Das hat man eben immer schon ein bisschen vernachlässigt in unserem Beruf, weil die Handwerker einfach handwerklich von mir aus begabt sind und geschickt sind und gute Ideen haben, aber das Management ist einfach ganz anderes Paar Schuhe. Aber können Sie vielleicht 2-3 Tipps geben an einen jungen Zahntechniker oder einen Meister, der sich selbstständig machen will, oder weil Sie ja viele schon geschult haben und wissen auch aus eigener Erfahrung, wo Fehler und Fehlerpotenzial liegt, oder würden Sie jemandem generell abraten davon oder nur unter gewissen Kriterien sozusagen? Vielleicht können Sie ein paar Tipps geben. Ja, ich würde Folgendes sagen: Wenn einer von Haus aus ein guter Verkäufer ist, dann kann er das machen. Wenn einer vielleicht ein schlechter Verkäufer ist und Mathe nicht liebt, dem würde ich das abraten. Warum? Weil das kann nicht gut gehen. Weil wenn einer nicht rechnen kann und die Mathe nicht gut war, dann will er einfach die Mathematik nicht in die Hand nehmen und dann geht es einfach nicht. Aber sind das Sachen, die man lernen kann, oder gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, es gibt auch Charaktertypen sozusagen, wo Sie grundsätzlich abraten würden? Weil grundsätzlich, was Sie jetzt sagen, könnte ich ja schulen. Da könnte ich ja sagen, na gut, wenn er nicht rechnen kann, dann gebe ich ihm einen Kurs in Buchhaltung und Kostenrechnung vor allem. Und dann ist das alles kein Problem. Oder haben Sie auch erlebt, dass es sozusagen gewisse Sachen nicht geschult werden können? Oder ist das einfach individuell? Nein, ich würde hergehen und sagen, logisch, wenn er den Kurs will und wenn er das dann effektiv lernen will, dann kann ihm das nützlich sein, aber meistens ist die eine Mathephobie haben, die wollen das gar nicht lernen, die wollen das gar nicht hören, die lehnen das einfach ab und dann wird es natürlich gefährlich und wird schlecht, weil die dann einfach immer, die reißen dann durch das Jahr immer sehr risikoreich und bringen am Ende des Jahres nichts zusammen. Zu den Zukunftsaussichten. Jetzt ist es so, dass sowohl in Deutschland, weil wir auch von Deutschland immer wieder geredet haben, als auch in Österreich die Zahlen an Zahntechnikern ja rückläufig sind, aus verschiedenen Gründen. Das hängt zum einen ja mit in Deutschland zusammen, dass eben viele Leistungen nicht mehr so bezahlt worden sind. Das hängt, also gesetzliche Vorgaben, die in Österreich ja so nicht sind, aber es hängt auch mit der Technik, mit der CAD-CAM-Technik zusammen, dass viele Aufgaben schneller, effizienter über Nacht von Maschinen gelöst werden können. Sehen Sie das? Zirkonzahn ist ja ein Partner der Zahntechniker. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld, dass Sie einerseits Partner der Zahntechniker sind und ihnen helfen, aber auf der anderen Seite diese neue Technologie ja auch zu Einsparungen oder zu Stellenverlusten im Zahntechnikerbereich führt? Nein, ich sehe das ganz anders. Das heißt, in Deutschland haben wir zu wenig Zahntechniker,
Ich sehe das wiederum positiv. Warum? Weil wenn es zu wenig Zahntechniker gibt, dann kann die Arbeit nicht gemacht werden und dann könnte natürlich sein, dass der Preis wieder dorthin geht, wo er hingehört. Weil ich einfach eine bestimmte Vorstellung habe von einem, der einen Betrieb führt, der muss einfach in der Lage sein, sich eine Wohnung zu kaufen oder ein kleines Haus zu bauen. Wenn er das nicht in der Lage ist, dann sollte er eigentlich keinen Betrieb machen. Warum? Weil das wäre das Mindeste, was einer, der Leute anstellt und ein Risiko auf sich nimmt, erreichen sollte im Leben. Wenn er das nicht schafft, dann stimmt einfach der Preis nicht mehr für das, was er macht. Und durch die geringe Anzahl an Zahntechnikern kriegen die Labors die Arbeit meist nicht mehr geschafft. Das hätte dann zum Vorteil, wenn sie klug genug wären, dass sie den Preis raufsetzen und etwas weniger arbeiten würden, anstatt den Preis runtersetzen und noch mehr arbeiten wollen und dabei noch weniger verdienen. Gut, das ist nicht so einfach natürlich. Das ist einfacher gesagt als getan, beim Zahnarzt den Preis nach oben zu argumentieren. Ich meine, Sie wissen selbst, was teilweise für Kronen bezahlt wird. Oder haben Sie da auch noch einen Tipp sozusagen? Ja, aber das hat man sich selber eingebrockt, wenn man hergeht und sagt, ja, okay, kann ich machen, kann ich günstiger machen, wir machen das nicht und leben auch noch. Und andere Firmen, die gehen halt her und machen günstiger, 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 um irgendwie den Kunden nicht zu verlieren und die Qualität geht runter und die Wertschätzung geht runter und dann wird man irgendwann mal einfach nur mal irgendein Zulieferer von irgendeinem unwichtigen Produkt, das nicht mehr wertgeschätzt wird. Der Patient schätzt es dann nicht mehr wert. Warum? Weil das Produkt keine Geschichte mehr hat. Es wird einfach nur mal eingesetzt, es wird einfach nur wie ein Glas Wasser getrunken, wo es keinen Ursprung mehr gibt. Das heißt, es ist Wasser und man weiß nicht, von wo es herkommt. Wenn ich hingegen hergehe und sage, ein Bier, was gut vermarktet ist, ein Bier, was eine gute Reputation hat, ist auch jeder bereit, dafür ein bisschen mehr zu bezahlen. Ich mache oft das Beispiel mit dem Café Illy, das Restaurant, das, was ein Café Illy ausschenkt, ist mit 99%iger Sicherheit auch ein Restaurant, das, was gute Produkte verarbeitet in der Küche und somit auch ein erfolgreiches Restaurant. Und ich mache dann oft das Beispiel und sage, wenn einer jetzt einen ganz einen günstigen Kaffee, was weiß ich, vom Lidl verwendet, dann schenkt er nicht das Schild draußen vor das Restaurant, hier gibt es Lidl-Kaffee. Das heißt, die Geschichte ist wichtig und die Reputation des Produktes ist wichtig und dann kann ich natürlich mit dem Preis auch in eine bestimmte Richtung gehen. Wenn ich aber ein Produkt abliefere und ich habe nichts dazu zu erzählen, keinen Ursprung, wo das herkommt, was das ist und, dann interessiert sich der Mensch auch nicht dafür und dann sieht er zu, dass er das so günstig wie möglich kriegen kann. Könnte man vergleichen mit dem Benzin, wo ich den aufnehme, spielt am Ende keine Rolle. Wir wissen, es kommt eh das meiste von der gleichen Quelle und von der gleichen Raffinerie. Dann ist es halt da so und da anders. Dann könnte vielleicht noch das nette Café, was an der Tankstelle dranhängt, mich dazu motivieren, dorthin zu gehen. Also die Geschichte zum Produkt ist wahnsinnig wichtig. Ich mache immer ein Beispiel, wenn ich heute hergehe und sage, ich wohne am Dorf und ich bringe der Frau ein Parfüm mit. Nimm eins an von Gucci und ich habe das in der Dorfdrogerie gekauft. Wenn ich aber hergehe und ich komme von Paris und ich bringe das Produkt von Paris mit, genau das gleiche Parfüm von Gucci, dann wird es die Frau mehr schätzen. Warum? Ganz einfach, weil sie kann dann ihren Freundinnen erzählen, ihr Mann war in Paris und der hat ihr ein Parfüm von Gucci mitgebracht. Warum? Weil sie gerne den Freundinnen erzählen möchte, dass sie ja einen gescheiten Mann hat, der in Paris war. Warum? Weil dann nehmen die anderen an, dass der Mann was Besonderes sein muss, weil nicht jeder fährt einfach mal nach Paris. Und so ist es auch in der Zahnarztpraxis. Wenn ich hergehe und sage, schau Doktor, du musst den Techniker ausloben. Warum? Du kannst ihn nicht selber ausloben. Warum? Weil dann glaubst du, wirst du unglaubwürdig. Wenn du aber hergehst und du lobst den Techniker aus und sagst, ich habe den besten Techniker von der Stadt. Warum? Weil du, Patient, bist mir wichtig. Und der Techniker hat ein ganz tolles Labor. Und der Techniker macht dieses besonders gut. Und der Techniker hat ganz moderne Maschinen. Und der Techniker verwendet teure Produkte für sie. Dann wird der Patient vielleicht hellhörig. Und der Patient hat wiederum
eine Geschichte zu erzählen, wie die Frau mit dem Parfüm vom Mann in Paris. Dann kann die Frau sagen, die beim Zahnarzt war, ja, ich war beim Zahnarzt und der Zahnarzt, der hat ganz einen guten Techniker, der hat ganz spezielle und moderne Maschinen und verwendet nur teure Produkte für meine Zähne, die ich mir jetzt machen lasse. Dann kriegt diese Frau ein Gehör und hat eine Freude, dass sie Gehör gekriegt hat. Man hört ihr zu. Und dazu müsste sich der Techniker vorbereiten, der Techniker müsste dann in die Zahnarztpraxis gehen und müsste wiederum das Produkt, das er einkauft, ausloben und sagen, ich arbeite mit der und der Firma, die macht sehr teure Produkte, aber höchster Qualität und macht ganz progressive Maschinen und ganz tolle Lösungen. Der Techniker sollte dann hergehen und ein bisschen Schauarbeiten mitnehmen, die er dann einfach mal zeigt. Auch wenn der Arzt nicht unbedingt und unmittelbar diese extravagante Arbeit haben möchte, somit zeigt der Techniker, dass er extravagante Sachen machen kann. Nicht? Dann weiß eben der Zahnarzt, ich habe da einen guten Techniker, der sich dort gut auskennt bei dem, was er macht. Und so generiert die eine Geschichte die andere. Und so hat der Mensch immer etwas zum Erzählen und dann wird es spannend. Mhm. Aber wenn ein Produkt keinen Ursprung hat, dann weiß man nicht. Wir können hier jetzt in den Räumlichkeiten Folgendes erwähnen, dass das Holz, das ist Nussholz, das kommt aus Vermont in Amerika aus einem Schlag, das heißt aus dem gleichen Wald. Ist eine tolle Geschichte. Ich wollte das so. Warum? Dass dort eine tolle Geschichte ist. Also wenn ihr jetzt weiterreisen werdet, dann könnt ihr erzählen, dass hier in dem Haus 100 Tonnen Eisen verbaut sind und dass alles Holz, was hier herinnen ist, Massivholz aus Vermont ist in Amerika. Somit hat das, was ihr gesehen habt, eine Geschichte und ihr könnt darüber berichten. Ansonsten fahrt ihr nach Hause und sagt, ja, wir waren in einem Platz, das war irgendwie, ja, das war mal, weiß ich nicht ganz genau. Und da hört ja keiner zu. Warum? Weil einfach die Geschichte fehlt. Deswegen ist es unendlich wichtig, dass der Mensch Geschichten erzählt kriegt. Wir können die Geschichten auch übertragen auf Märchen. Kinder, denen man keine Märchen erzählt hat, sind kranke Menschen als Erwachsene. Die sind ständig unglücklich, die sind ständig unzufrieden. Und warum? Weil ihnen einfach ein bestimmtes Element fehlt, um glücklich und zufrieden zu sein. Und diese Geschichte, die der Zahnarzt vom Techniker kriegt, der Techniker von seinem Lieferanten kriegt, gibt der Zahnarzt dem Patienten weiter und der Patient erzählt es wieder seinen Freunden und dort sind wir dann wieder angekommen, dass man verstehen kann, wie wichtig die Geschichten eben für Menschen sind. Aber das heißt, dass das Verkäuferische auch im Handwerk sozusagen in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden ist. Also das heißt, es geht nicht nur darum, etwas gut zu können und das Handwerk zu können, sondern ohne, dass man ein gewisses verkäuferisches Geschick hat, heißt es nicht, dass man damit schon automatisch allein erfolgreich ist. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Es muss der Verkauf passen. Man muss sich selber verkaufen können, man muss attraktiv sein. Es gibt da, sagen wir mal, schöne Männer, die keine Frau kriegen. Warum? Weil sie nichts erzählen können, nichts Spannendes. Und dann gibt es vielleicht irgendwelche andere, die nicht so gut gelungen sind und können dafür aber gut erzählen und die sich ganz leicht eine Frau oder Mädchen erobern zu können. Das heißt, es ist die Geschichte, es ist das Marketing. Ohne Marketing funktioniert nichts. Weil wenn man was Schönes erlebt, was marketingtechnisch gut dargestellt worden ist, trägt man eine innere Zufriedenheit in sich und fährt dann mit Freude und Zufriedenheit heim. Und wenn man nichts erlebt hat, ist es ein Problem. Und wenn ich irgendwo bin und ich sehe vielleicht eine schöne Landschaft, dann muss ich erst darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Landschaft schön ist. Und wenn dort dann der richtige Mensch sitzt und der das einen erklärt und das schön in Worte packen kann, sieht man das natürlich ganz mit anderen Augen. Das ist Erklären. Erklären ist einfach wichtig. Und Marketing ist unerlässlich.
jetzt ist es so, grundsätzlich haben die Zahntechniker eine bodenständige, gute Ausbildung. Ja? Grundsätzlich ist es auch so, dass man in der Schule einiges lernt und vom Elternhaus auch mitbekommt. An wen richten sich jetzt Ihre Ranger Schools oder Military Camps oder wie Sie sie manchmal auch bezeichnen? Warum glauben Sie, dass das notwendig ist? Also, ich würde mal hergehen und Folgendes sagen, dass prinzipiell die Welt momentan sehr liberal gesinnt ist. Das heißt, die Erziehung wird von Seiten der Eltern gerne auf die Schulen und auf die Lehrer delegiert. Sie übernehmen nicht unbedingt gerne die Verantwortung. Und das heißt, die jungen Leute, denen fehlt oft mal ein bisschen Führung, damit sie wissen, Ruhe und in die Richtung geht's. Und das machen wir dort auf der Schule. Das heißt, dort ist ein Captain, der sagt, da geht's lang, Schnauze. Und das gefällt den jungen Leuten. Warum? Weil jetzt ist endlich mal einer da, der es in die richtige Richtung führt. Und deswegen machen wir die Kurse. Das heißt, die Military School ist wie beim Militär. Da muss man morgens aufstehen früh, kalt abwaschen, raus und laufen. Und dann zur Arbeit. Und da geht es richtig diszipliniert zu. Da kann man nicht sagen, um 5 Uhr jetzt bin ich müde. Sagt man, Schnauze, Military School, weiterarbeiten bis 7. Dann haben wir zum Beispiel den Dienstag, das ist der Tag oder die Nacht, die lange Nacht des Computers. Mhm. Und dann ist bis 11, 12 Uhr abends zu arbeiten. Aufgrund dessen, dass das Military School ist, heißt es, Schnauze, arbeiten. Wäre das jetzt irgend so ein Schmusekurs, dann würden die um 6 sagen, ja, könnte man nicht vielleicht in die Kneipe gehen, ich würde gerne ein bisschen ins Schwimmbad gehen oder ich würde jetzt gerne schlafen gehen oder dies oder jenes. Dann bringen wir die Leute nicht auf Spur. Und deswegen habe ich mir das eben so ausgedacht, dass ich die Leute auf Spur bringe. Warum? Weil die fahren abends nach Hause, am Freitagabend nach Hause, sind alle glücklich zufrieden. Warum? Weil sie was geleistet haben und weil sie gesehen haben, in ihnen steckt mehr drinnen, als sie selbst geglaubt hatten. Und gibt es da irgendwie auch ein Follow-up oder bekommen Sie Rückmeldungen, ob und inwiefern diese Zusatzqualifikation oder diese Zusatzausbildung, die Sie den jungen Zahntechnikern geben, dann auch sich positiv im Berufsleben auswirkt? Ja, absolut kriegen wir und die kommen immer wieder. Wenn einer mal hier war auf einen Kurs, dann kommt er auf einen zweiten und auf einen dritten auch wieder. Dann haben wir die Ranger School. Die Ranger School geht über 3 Monate, über 6 Monate, wo es dann eben noch viel mehr dazu gibt zum Erlernen. Dort haben wir einmal eine Ausbildung, Erste-Hilfe-Ausbildung, dann gibt es Englischkurs, dann gibt es ein bisschen Sprachkurs, das wird von einer Theaterkünstlerin vermittelt. Dann gibt es Kurs über Excel, über Firmenführung, über Marketing und, dass die einfach ein bisschen eine allgemeine Ausbildung kriegen, was an jedem nützlich sein kann. Jetzt in einem halben Jahr kann man einen Mensch natürlich nicht zum Virtuosen erziehen, aber sie haben mal gesehen, was möglich ist, wenn man sich in einer bestimmten Art und Weise an eine Sache heranbegibt und haben somit am Faden gefunden im Leben, wenn sie nicht zu stark wieder vom feinen Leben negativ beeinflusst worden sind, dann haben sie vielleicht einen Weg gefunden, in den sie einschlagen könnten, um in der Zukunft ein gutes Leben zu haben. Weil ich glaube, wenn man ein bisschen erfolgreich ist und ein bisschen Anerkennung kriegt für das, was man macht, was nicht unbedingt mit monetären zu tun hat, dann hat man ein gutes Leben. Weil ein gutes Leben hat nicht immer mit Geld zu tun, sondern es hat mit der inneren Zufriedenheit zu tun, die ich erlange, indem ich gute Sachen mache, die von anderen geschätzt werden. Ein Punkt, der mir auch mal wieder aufgefallen ist, dass Sie, gerade das, was ich auch gesagt habe, erfolgreiche Arbeit aufgrund des Handwerkes, der Zahntechnik, dass Sie das auch immer wieder mit Kultur verknüpfen. Inwiefern hängt das für Sie zusammen? Ja, Kultur ist prinzipiell unerlässlich. Nicht, wenn ich heute hergehe und sage, wo fahren wir denn hin am Wochenende? Fahren wir nach Wien? Warum fährt man denn nach Wien? Wegen der Kultur. Das heißt, Wien, die Magie von Wien ist die Kultur.
die wir in der Stadt finden. Das sind nicht die paar modernen Bauten, die es gibt, es ist die Kultur. Und ein Mensch, der eine Kultur hat, ist von Haus aus einfach ein besserer Mensch. Warum? Weil er sich an mehr Sachen erfreuen kann. Wenn ich jetzt hergehe und sage, es geht einfach und banal zu, dann erfreue ich mich vielleicht an einem Bier oder an einer Kiste Bier, aber das ist immer gleich und endet meistens in einem Rausch. Wenn ich aber hergehe und ich widme mich der Kultur, dann erfinde ich oder dann erlange ich Befriedigung auch ohne mich zu berauschen. Und das ist der Vorteil, den ich habe, wenn ich mich in der Kultur auskenne. Warum? Weil es dann eben ganz viele verschiedene Elemente gibt, an denen ich mich erfreuen kann. Ist das auch etwas, was am Rande irgendwie in Ihren Kursen, oder Kursen ist vielleicht das falsche Wort, aber in Ihren Ausbildungen mit vermittelt wird oder versucht wird? Ja, machen wir unbedingt, dass wir die Leute eben auch ein bisschen auf die Kulturspur bringen und sagen, mach dies, mach jenes. Die müssen ein bisschen lesen, die gehen mal ins Theater, die machen mal an einem Bauernhof Erntehelfer, dass sie das kennenlernen, das ist ja auch Kultur, oder sie gehen mal zu einem Weinbauern und helfen dort mit, oder sie gehen mal in eine Käserei, lernen dort, wie man Käse macht, ist ja auch Kultur, das heißt die Käsekultur, und so sehen sie halt einfach viel verschiedene Sachen, und wie gesagt, sie lesen Bücher über die Zeit, wo sie hier sind, dass sie vielleicht auch ein bisschen zu dem kommen, zu Literatur, ein bisschen einen Zugang kriegen. Also die Bücher stellen Sie zur Verfügung, oder? Ja, stellen wir zur Verfügung. Jetzt ist es so, dass Sie sich ja im Prinzip immer selbst motiviert haben. Sie haben sich da hineingedacht, auch durch Ihren Vater, glaube ich, dass Sie in diese Zahntechnik-Schiene hineingekommen sind. Sie haben sich für Zahnmedizin interessiert, Sie haben sich für das Handwerk dahinter interessiert. Sie haben, obwohl Sie sehr erfolgreich waren mit Ihrem Dentallabor, diese Fräse dann weiterentwickelt, haben ein Unternehmen daraus gebaut, sind in das CAD/CAM eingestiegen, also in die digitale Schiene. Wenn ich Sie persönlich fragen kann, was ist so das, was Sie persönlich motiviert, jeden Tag aufs Neue, etwas immer wieder, weiß nicht, ob in Frage zu stellen, aber weiterzubauen, neu anzufangen und auszuweiten, wenn Sie sagen, primär ist es nicht, was ich so durchgehört habe, nicht der monetäre Aspekt. Ja, sagen wir mal so, mich motiviert die Jugend. Wenn ich die sehe, dann möchte ich denen was beibringen und möchte denen was erzählen. Und durch das, dass ich denen was erzählen kann, motiviere ich mich selber. Warum? Weil ich auch noch gerne jung sein möchte. Ich sage denen immer, ja, ich wäre gerne so jung wie du, aber auch so dumm wie du. Ich möchte nicht meinen Kopf haben und in einen 20-jährigen Körper stecken mit meinem Kopf. Das bringt mir nichts. Warum? Weil dann denke ich wie heute. Aber ich möchte denken wie die Jugend und das fasziniert mich einfach. Und wenn ich denen dann hergehe und ich bringe ihnen was bei und ich lese die Freude aus deren Gesichtern heraus, warum? Weil ihnen was Gutes gelungen ist, dann bin ich natürlich wieder motiviert, dort weiterzumachen. Und ich muss sagen, ohne junge Leute würde ich mich schwer tun, die Sache so weiter voranzubringen. Aber das ist jetzt hauptsächlich jetzt bei der Ausbildung jetzt zum Beispiel, aber auch technisch, wo Sie sich immer weiter investiert haben. Es ist ja jetzt war diese, oder ist noch immer die Kopierfräse, ist ja nach wie vor ein Erfolg sozusagen, nachdem Sie es ja noch verkaufen. Aber Sie haben ja dann das Geld hineingesteckt in die digitale Entwicklung. Das ist ja nicht ganz ohne Risiko gewesen, wie wahrscheinlich auch die Entwicklung der Kopierfräse, die ja nicht über Nacht funktionsfähig gewesen ist. Was treibt einen da an? Ich weiß ja nicht, ob Sie das alles mit Eigenkapital gemacht haben oder vielleicht können Sie dazu auch was sagen und vielleicht auch Ihre Rückschläge oder es wirkt jetzt so auf Außenstehende, als wäre das gerade nach oben gewesen, eine lineare Entwicklung sozusagen. Aber haben Sie nicht auch manchmal gezweifelt an dem, was Sie gemacht haben? Nein, das ist mein Glück. Ich habe nie gezweifelt an dem, was ich gemacht habe. Das heißt, ich habe es immer reichlich überlegt gemacht. Ich habe abgewogen, verglichen, bin dann herumgereist, habe mir dies angeschaut, jenes angeschaut, habe Menschen zugehorcht, habe Bücher gelesen, bin immer neugierig, möchte immer alles wissen, was passiert.
bin sehr selbstkritisch und bin auch so, wenn ich mir heute was gedacht habe, dann lasse ich das liegen und sage, vielleicht fällt mir morgen noch was Besseres ein oder vielleicht fällt mir in einem Monat noch was Besseres ein. Das heißt, wenn ich heute was gedacht habe, kann es morgen ja nur besser werden. Ich bin da, was das anbelangt, relativ offen und relativ flexibel. Zur Karriere, muss ich sagen, habe ich immer Glück gehabt. Ich bin Keller von meinem Keller, im Hause meiner Eltern habe ich den Beruf gestartet und es ging eigentlich immer linear nach oben. Muss ich sagen, es ging bei mir immer linear nach oben. Ich habe nie einen Einbruch gehabt. Ich weiß, dass viele andere Unternehmer mal einen Einbruch hatten und dann immer wieder neu aufgestanden sind. Ich bin so tendenziell, was das Leben anbelangt, ein relativ sparsamer Mensch. Nicht, weil ich gerne sparsam bin, aber weil mich sind interessiert, weil ich abends zufrieden nach Hause fahre und dann mir keinen Frust nicht frei kaufen muss. Habe das Geld, was ich eingenommen habe, immer gespart. Und wenn ich was investiere, dann investiere ich immer nur in bleibende Werte. Das heißt, ich investiere nicht in Vergnügen. Vergnügen ist für mich die Arbeit und da muss ich nicht irgendwelche besonderen Urlaube oder besonderen Restaurants besuchen. Das heißt, ich bin eigentlich der schlimmste Gast, den ein Restaurant haben kann. Ich trinke Mineralwasser und esse immer nur einfache Gerichte. Ich bin aber dann, was Maschinen anbelangt und so Zeug, bin ich sehr großzügig. Als ich in der Zahntechnik noch fotografiert hatte früher, hatte ich immer eine Top-Fotoausrüstung, einfach eine Top-Laboreinrichtung, Top-Geräte, Top-Materialien. Aber das Geld, was ich eingenommen habe, habe ich immer gespart und somit war es mir möglich, die ganze Geschichte von der Zierkonzern selber zu finanzieren. Das heißt, wir haben alles selbst finanziert. Ich gehe immer sehr vorsichtig mit dem Geld um. Also ohne Fremdkapital? Ohne Fremdkapital. Ja, das heißt, wie wir dann gebaut hatten, habe ich mir von der Bank was borgen müssen, aber es ist kein andere Eigentümer mit dabei und so möchte ich das erhalten und so habe ich auch in dem Sinn meinen Sohn erzogen, der dann irgendwann mal die Firma so sukzessive dann weiterleiten wird. Also da habe ich schon mal einen Tipp jetzt für angehende Unternehmer entnommen, sozusagen das Geld nicht, das verdiente Geld nicht konsumieren, sondern immer investieren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Ja, genau so ist es richtig und nur wer sparsam sein kann, der kann auch im Leben erfolgreich sein. Weil er einfach hergeht und sagt, das Geld hat eigentlich ganz einen eigenartigen Charakter. Das Geld bleibt bei den Sparern gerne. Die, die es ausgeben, das meidet das Geld wie der Teufel das Weihwasser. Warum? Weil wer das Geld ausgibt, das Geld, das dann reinkommt, das mag da nicht bleiben, es geht dann immer wieder sofort hinaus. Mhm. Und das ist der einzige... Das einzige Erfolgsrezept, was ich jemand mitteilen kann, wenn er sagt, was muss ich machen, dass mein Laden gut läuft? Sparen. Aber nicht sparen bei dem, was ich einkaufe, dass ich schlechte Produkte kaufe oder billige Produkte kaufe und die dann meinen Kunden teuer verkaufen möchte. Nein, ich muss gute und hochwertige Produkte einkaufen, um dass ich seriös und überzeugend ein gutes Produkt liefern kann. Und ich sage immer so, es gibt nur einen Platz, wo man sparen kann, nämlich auf der Sparkasse. Okay, ja. Gut. Dann kommen wir zu dem letzten Segment jetzt, was ich da noch vorbereitet habe, was mich noch interessieren würde. Und zwar, wenn man sich die Dynamik anschaut, die Sie da hingelegt haben mit der Zierkonzern und auch die Technik, die da zugrunde liegt, die ganze Digitalisierung, können Sie, und Sie sind ja auch als Visionär sozusagen bekannt, können Sie irgendwie da in die Zukunft schauen, wie das für die Zahntechniker weitergehen wird jetzt mit dem, wenn Sie jetzt mal 5 oder 10 Jahre, wenn man das überhaupt kann, weiß ich nicht, aber was erwarten Sie da oder was würden Sie da sehen oder was würden Sie sich wünschen? Ja, ich wünschen möchte mir auf alle Fälle, dass die Leute hochwertige Sachen machen. Warum? Weil Hochwertiges erzielt einen bestimmten Preis. Und wenn es einen bestimmten Preis gibt, dann entsteht auch Kultur dazu. Nicht alles, was ein Geld kostet, braucht eine Geschichte. Eine Geschichte ist Kultur, da wird geredet, da wird gesprochen, da wird philosophiert, da wird debattiert. Aber vergleichen wir nochmal, welches Wasser ich dann in meinem Haus kriege für Waschbecken und Duschen und WCs, interessiert eigentlich keinen Menschen.
Deswegen ist es wichtig, dass ich einfach eine Geschichte zu meinem Produkt mache. Die Zukunft für einen Zahntechniker ist sicherlich nach wie vor extrem gut. Warum? Weil es CAD/CAM zu bedienen, es ein Fachmann braucht, um Maschinen gut zu bedienen, es auch ein Fachmann braucht. Und da gibt es einfach nur einen Weg, dass der Zahntechniker sich selber bildet. Er kann das natürlich an große Zentren delegieren, aber er wird dann wahrscheinlich irgendwann mal relativ verarmt sein. Warum? Weil er kein Know-how besitzt und weil er dann einfach nur mal einfache Arbeiten leisten kann. Das heißt, Bildung ist unerlässlich. Man weiß ja, in Österreich erzählt man ja immer, dass die Arbeitslosigkeit bei den Ungebildeten wesentlich höher ist wie bei den Gebildeten. Und das Gleiche wird natürlich den Zahntechnikern widerfahren, die sich nicht bilden möchten oder wollen oder können auf der CAD/CAM-Technologie, die werden dann morgen verarmt sein. Also Sie meinen, CAD/CAM ist ohne CAD/CAM-Know-how ist in Zukunft null Wahrscheinlichkeit, noch erfolgreich am Markt zu sein? Ja, absolut null. Außer man findet vielleicht irgendein Segment, dass man hergeht und sagt, man repariert nur mal Prothesen. Aber ich glaube, auch morgen wird man Prothesen nicht mehr reparieren. Die werden dann einfach per CAD/CAM neu gefräst. Auch die Prothese hat zum Beispiel ganz eine schlechte Kultur. Ich sehe, wie wenig die Prothese kostet. Warum? Weil sie vernachlässigt worden ist, was Geschichte anbelangt. Weil jede Markenbrille kostet mehr wie eine Totalprothese. Und ich glaube, Markenbrille wechselt man öfter wie eine Totalprothese. Und da muss ich einfach hergehen und sagen, es ist eigentlich traurig, dass es so ist. Aber dort gibt es keine Vermittlung, wie wichtig das eine Totalprothese ist und dass man auch die von Zeit zu Zeit wechseln sollte. Ich sage mal so, wenn eine Prothese bricht, dann wird sie repariert, wird sie wieder verklebt. Ich habe noch keinen gesehen, der eine kaputte Brille, vielleicht das Glas oder das Gestänge, dann mit einem Draht oder so irgendwas flickt. Aber ich habe genügend Prothesen gesehen, die mit Drähten geflickt worden sind. Und dort ist halt auch keine Kontur. Das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte den Patienten informieren, dass man hergeht und sowas neu macht, weil eine Prothese immer noch in dem Bereich ist, was sich fast jeder Mensch leisten kann. Und ansonsten zahlt das eine oder andere auch die Krankenkasse. Und dort ist einfach die Gesinnung falsch. Der könnte vielleicht noch überleben morgen, der die Reparaturen macht, aber für all für die anderen ist einfach keine Zukunft mehr. Aber das ist nicht, dass es von heute auf morgen geht, das wird nur 5 oder 10 Jahre dauern, bis es soweit ist. Jetzt bei einer Frage sind Sie mir ein bisschen ausgewichen, und zwar das ist mit der technischen Weiterentwicklung. Jetzt gibt es ja andere Entwicklungen, über die man früher noch gelacht hat. Das eine ist der 3D-Druck, wo manche sagen, das könnte in weiten Teilen die Fräsen ablösen. Was noch nicht sehr reif ist, ist das Lasermilling. Sehen Sie da irgendwelche, wie soll ich sagen, sehen Sie nicht die Gefahr, dass das Fräsen irgendwann mal abgelöst werden könnte, und denken Sie auch in andere Richtungen sozusagen jenseits des CAD/CAMs? Na, momentan ist die Situation so, dass das Druck nur für bestimmte Werkstoffe möglich ist. Die gedruckten Werkstoffe werden niemals diese Festigkeit erzielen wie vorgefertigte Werkstoffe. Zum Beispiel ein Zirkon wird mit sehr hohem Druck vorgepresst. Auch Kunststoffe können vorgepresst werden. Ob die dann praktisch mit einem 3D-Drucker aufgetragen werden oder abgetragen werden, das spielt am Ende keine Rolle. Das spielt fürs Endprodukt keine Rolle. Man könnte sagen, ja, vielleicht drucken ist jetzt noch ein bisschen schneller, aber was bringt uns, wenn wir schneller sind, wenn eh zu wenig Arbeit da ist? Dann nützt uns natürlich die Geschwindigkeit in dem Sinn nichts. Und ich glaube, ein Patient interessiert es nicht, ob jetzt die Krone abtragend gefertigt worden ist oder auftragend gefertigt worden ist. Und wenn man hergeht und sagt, man spricht über die Materialersparnisse, ich würde dann hergehen und sagen, jede Materialersparnis ist negativ für unseren Berufsstand, weil je billiger der Werkstoff ist, der zum Einsatz kommt, umso schmaler wird meine Gewinnmarge. Wie haben Sie sich überlegt, wie Sie es schaffen, Ihre Philosophie zu denken? Es ist ja jetzt jeder Mensch unterschiedlich, aber Sie sind ja so etwas wie der Steve Jobs sozusagen hier bei Zipp und Zahn.
diese Denke zu übertragen sozusagen auf die nächste Generation auch? Ja, ich sehe das immer so, wenn ich lang genug das Gleiche höre, färbt immer ein bisschen was auf mich ab. Deswegen gibt es ja einen schönen Spruch, der besagt, mit denen, denen du dich umgibst, machen aus dir, der du bist. Und ich glaube, wenn wir einfach in einem Betrieb arbeiten, wo uns Qualität wichtig ist, wo uns Rechtschaffenheit wichtig ist, wo uns Ordnung wichtig ist, Sauberkeit wichtig ist und die ganzen Tugenden wichtig sind, wird das auf alle Menschen abfärben und die werden dann auch in meinem Sinne das dann so weiterbringen. Ich glaube, das ist vielleicht auch in den Ländern so. Österreich ist ein ordentliches Land, die machen das ordentlich, die Deutschen ist ein ordentliches Land, machen das ordentlich und dann gibt es halt andere Länder, die das vielleicht nicht so ehrlich machen, die das vielleicht ein bisschen dubioser machen oder ein bisschen trickreicher machen möchten, aber ich glaube, die Österreicher werden immer Österreicher bleiben, weil es ja schon über Jahrhunderte so war. Das wird sich nicht ändern und ich glaube, so wird es auch in der Firma sein, dass die Firma einfach so bleiben wird, wie sie eben momentan aufgestellt ist. Mit Ihrer Erfahrung und dem Know-how, was Sie sich angeeignet haben und auch den Produkten, die Sie generell haben, was gibt es irgendetwas, was Sie jungen Zahntechnikern oder auch Zahntechnikern, die mehr aus sich machen wollen, noch mit auf den Weg als Rat oder als Lebensweisheit geben können? Ja, jetzt kann ich hergehen und könnte vielleicht meine Eltern erwähnen, die mir einfach immer geraten haben, die Sache ordentlich zu machen, die Sache gut zu machen, rechtschaffen zu sein und dem anderen was Gutes tun wollen. Das heißt, so Tugenden, die wir ja eh alle kennen. Und wenn man sich mit denen ein bisschen auseinandersetzt, die verinnerlicht, dann glaube ich, hat man eigentlich das Rüstzeug, um es im Leben gut zu machen. Das ist die Voraussetzung, um dass man überhaupt da und dort Sachen aufnehmen kann, die gut umwandeln kann und aus denen gute Sachen machen kann. Und wenn dann das gelingt, dann kriegt man die Anerkennung, ist zufrieden und hat dabei ein gutes Leben. Und ich glaube, mehr muss man nicht wissen. All den Rest kann man sich selber erarbeiten und durch Fleiß und Nachhaltigkeit kann man das erreichen. Das wäre eigentlich alles. Ich danke Ihnen für die Zeit und auch für diesen schönen Schlusssatz. Ja, ich danke auch. Servus.